Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic mit Bermo und Lalulu auf unserem Botschafterschiff. Nachdem wir letzte Aufnahme Balmora befreit haben, darf Lacris das Fahrrad von Balmora verprügelt haben und eine weitere armselige Seele unserer Bande hinzugefügt haben. Ich habe keine Ahnung, wo Zinit gerade ist. Wer war das nochmal? Der Twi'lek-Typ, der ganz viele Zivilisten in die Luft gesprengt hat und so. Oh nee, das kann auch ich gewesen sein. Ja, unser Gefährtenabschwung will mit uns reden. Das heißt, wir reden wohl zuerst mit dem Hässlichen, dem Pappkarton. Ah, saß schon im Stuhl. So. Okay, dann. Alle bereit? Nein. Ich muss jetzt mal den Weg runterfinden. Ich saß schon im dem Fahrstuhl. Also im du saß schon im Cockpit? Ja. Okay. Dann los. Was ist jetzt schon angefasst? Ihr seht nicht gut aus. Nee, alles nass. Nee. Und los. Verzeiht, dass ich frage, aber fühlt ihr euch gut? Das kenne ich. Wonach ist euch denn? okay. Und? Bemo? Mhm. Okay, dann los. Wenn ihr essen dürftet, worauf... Erstmal schön den Mund wässrig machen. Wisst ihr warum? Bereit. Und los. Was denkt ihr, dass sich geändert hat? Macht keine Sauerei. Häutung klingt schmerzhaft. Okay. Mhm. Und los. Tut es weh, wenn man sich häutet? Ja, bedankt dich nicht. Es war keine Freude. Jede Crew hat immer so einen hässlichen. So, Taran. Bereit? Bereit. Okay. Wieso wirst du mir noch angezeigt bei dem... Weil ich mit dem Hässlichen immer noch reden kann. Du kannst mit dem Hässlichen immer noch reden? Was hast du ihn gefragt? Ja. Ich habe mir das Ritual erklären lassen. Ah, okay. Also ihr beide seid nicht mehr... Nein, wir sind nicht mehr beim Hässlichen. Okay, dann rede ich mit ihm fertig. Ja, ich habe nach der Häutung gefragt, warum die, ob das die schmerzhaft klang. Ein Teil von mir juckte mir in den Finger, ihn zu beleidigen, zu sagen, mach keine Sauerei. Ah, Zint ist oben, okay. Wer? Twi'lek-Typ. Der frische Gefährte von Balmora. Ach, stimmt. Den haben wir mitgenommen. Okay. So, Taran. Dann mal los. Wir machen Fortschritte bei dem Wandreik-Generator. Niemand hat gefragt. Die ursprünglichen Gleichungen waren schwierig. Aber mit Hollidays Hilfe kann ich schon fast wieder weitermachen. Es gibt ein kleines Problem, aber ich bin sicher, dass wir es gemeinsam lösen können. Ich bin jetzt schon skeptisch. Okay. Beleidige meine Gefährten, wenn ich muss. Okay, dann los. Ich habe das Gefühl, dass mir die weitere Entwicklung des Gesprächs nicht gefallen wird. Nur eine kleine Ablenkung, mehr nicht. Ich brauche Inspiration. Auf Nar Shaddaa gibt es einen ganz besonderen Gewürzwein, den ich als wunderbares Tonikum entdeckt habe. Was? Ein Freund hat mir eine Kiste davon angeboten, wenn ich ihm eine Audienz beim Hohen Rat der Jedi verschaffe.
Wie freundlich von ihm. Eine Audienz. Ach, wozu denn? Das ist wozu wichtig. Wozu denn? Und los. Warum will er denn mit dem Rat sprechen? Ich glaube, er sucht nach neuen Handelsrouten. Also, ich habe eine Nachricht an den Rat, bereit für eure Unterschrift. Was sagt ihr? Ja, auf jeden Fall. Wir lassen uns gerne von Raid Shadow Legends sponsern. Okay. Ich unterschreibe. Ich unterschreibe, was soll's. Das soll sich der Rat mit befassen, nicht mein Problem. Ja. Dann los. Ich bin sicher, dass es dem Rat nichts ausmachen wird. Ausgezeichnet. Ich werde ihn sofort benachrichtigen. Meine Kiste Wein sollte unverzüglich ankommen und alles wird gut. Danke. Den Jedi-Rat für Alkohol belästigen, ich finde, das ist fair. Wenn es ihn irgendwo auf meinem Schiff besoffen auffinde, dann rast es aus. Dann landet er im Airlock. Ja. So. Er landet in der Rettungskapsel. Ach da, Zenith ist da, wo die ganzen anderen Senatoren gebunkert wurden. Das wäre... Ah, da. Hey, Zenith, Mann. Hier. Bin gespannt, wie sie jetzt mit dem Finger juckt, einfach wortwörtlich ein Massaker hier anzurichten. Okay, ready. Okay, dann los. Ihr habt ein gutes Team, Jedi. Das ist gelogen. Aber zu viele Leute hier. Ineffizient. Man kann nicht alle im Auge behalten. Ich vertraue nicht allen, auf keinen Fall. Deck mir den Rücken. Ja. Und, Bemo? Ja. Dann los. Jetzt habe ich ja euch, der auf mich aufpasst. So gut wie erledigt. Es wird schwierig sein, sich daran zu gewöhnen. Es ist seltsam, nicht auf Balmorra zu sein und politische Macht zu haben. Der Frieden wird noch seltsamer sein. Ich krieg ein bisschen Flashbacks an die gestrige Bad Batch-Folge. Okay, bereit. Nicht spoilern, ich habe noch nicht geguckt. Keine Sorge, keine Spoiler. Dann los. Ich habe zwischen den politischen Besprechungen den Munitionsschrank umgeordnet. Er ist jetzt viel effizienter nutzbar. Meine Ordnung! Das ist keine Ordnung, Luke. Befehle? Seid einfach vorbereitet. Nein, ich dachte, wir unterhalten uns mal. Okay. So, dann los. Ich muss nur wissen, dass ihr bereit seid, wenn die Zeit kommt. So hat der graue Stern auch immer geredet. Ah, habt ihr Familie? Der graue Stern. Fällt's euch hier an Bord? Ist nicht euer erster Name. Okay, Sekunde. Bei mir ist es. Ich glaube, also du hast gerade einen Zwischenschritt. Luf, was sind bei dir die Optionen, Bermo? Die gleichen wie bei Luf. Ah, okay. Ich habe nur gesagt, dass er bereit sein soll. Okay, dann könnt ihr beiden machen. Denn bei mir kann ich nach einem grauen Stern fragen. Okay, Bermo, was willst du fragen? Ob es ihm an Bord gefällt. Okay, dann Frage ist, entweder ist es der erste Name oder habt ihr Familie? Was ist interessanter? Wahrscheinlich der echte Familie, Name. Familie, wir brauchen was zum Ausquetschen. Okay, Familie. Okay. Dann bin ich bereit. Okay, dann los. Okay. Wird Taekwon ein guter Präsident sein? Wird er ein guter Präsident sein? Wenn nicht, wird man ihn ersetzen. Oh ja. Ja. Bereit? Ja. Dann los. Jetzt können wir nach dem grauen Stern fragen. Okay. Wer ist der graue Stern? Der ist mit dem wir übrigens in der Agenten-Story dann zu tun bekommen. Der imperialen Agenten. Ich bin bereit. Okay. Ich frage, ob ihr klingt beunruhigt. Okay, ich sage, ihr klingt beunruhigt. Ich frage nach dem grauen Stern. Dann los. Wer ist der graue Stern? Ein alter Freund, vergesst es. Oh. Oh. Ein alter Freund, vergesst es. Ist lange vorbei. Vergesst es. Stufe 52. Hey, Mate. Gut. Dann können wir jetzt ja zum... Nein, falsche Richtung. Nein. Da. Zum Übergangsplaneten Quesh gehen.
Bereit ich, muss auf... eben ich muss mir mal eben schnell eine Nachricht anhören. Jawohl. Eine halbe Stunde später. Oh nein. Es geht wieder los. Nein, es war nur ein Einzelner. Na gut, na dann. Hoffe es. Oh, ich mach gerade Ketzerei. Was tust du? Was ketzert du? Ich spiele ein Star Wars-Spiel, während ich ein Star Trek-Top mit Brosche trage. Oh! Oh je. Oh! Oh shit! Scotty, beam me up! Und das am besten im Universum von 40k. Damit wirklich alles da hinten losgeht. Oh, das hab ich in Clip Studio Paint noch offen. Eine 40k-Animation. Ach so, natürlich. Also, ja. Okay. Sind wir bereit, nach Crash zu reisen? Yes. Na. Dann los. Okay, ich bin bereit für runter. Moment. Ich habe die beste Rettungskapsel für. Finde die Attis-Station. Ja, wir können einfach auf die. Bereit. Wir können einfach das Schiff verlassen. Ganz schön wilde Musik. Huttenschlachten. Stimmt, Crash hat Hutten. Können wir? Also, wenn Hutten da sind, werden keine Hutten da sein, wenn wir wechseln. Der gute Seite, Jedi. Das gute und helle. So. Ja, die helle Seite ist im Endeffekt die gute Seite, wenn man nicht vollkommen ausrastet. Wow, ist das schnell? Ja. Willkommen auf Quash. Seid ihr hier, um zu kämpfen? Wasta mi chakulkadum magi tahus hagua upa. Chisab kava jotopa bubanda bakawanki. Wirklich, der gibt uns gerade eine Corona-Impfung. Warum kämpft die Republik um einen giftigen Planeten? Nira de Saslimo, Crispa doe Kankin, Kunke Gupa. Ah, Drogen. Das Imperium hat davon Wind bekommen und den Planeten mit Soldaten und Kampfdroiden überschwemmt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Krieg in giftiger Atmosphäre nicht gerade einfach zu führen ist. Die Luft ist weniger problematisch als das Gelände. Quash besteht nur aus Sumpf. Schwierig für Maschinen. Noch schwieriger für Soldaten. Gut. Ihr dürft nun auf die Planetenoberfläche reisen. Gebt einfach Bescheid. Warte. Noch nicht? Ich habe einfach auf Dammer losgedrückt. Macht keinen Unterschied, denke ich. Ich sehe mir diesen giftigen Planeten mal an. Sprecht nach der Landung mit General Corvin. Er erklärt euch die aktuelle Lage. Viel Glück. Okay. So, dann macht's aus. Ess eine Gesichtscreme mal. Ach, Quatsch. Irgendwas Anti-Aging oder sowas. Ach, ich wollte schon das Sprinten. Vergiss, dass Sprinten nicht existiert in diesem Spiel. Ich habe ein bekanntes eines Hauptquartier. Ist es ein neuer Ladebildschirm? Ja. Weil die scheinbar mit dem ganzen Kram, der viel, viel später erst kommt, sich jetzt noch wirklich, den haben die noch ein bisschen weiter erweitert, wie es aussieht. Weiteres Update für die Story. Wie es wirkt, zumindest. Gruppenphase.
Juhu! Oi, Abschaum! Sir Pissbacke, was geht? Willkommen. Bitte tretet doch ein. Wir sprachen gerade über unsere Strategie. Genau, tretet ein. Wir reden gerade über geheime republikanische Daten. Ich bin General Corwin, zu Diensten. Das hier ist Major Trigg, meine rechte Hand. General, bleibt bitte beim Thema. Wenn wir jetzt nicht zuschlagen, wird das Imperium uns endgültig vom Planeten vertreiben. Ihr wisst, dass wir den Feind nicht angreifen dürfen, Major. Die Minen und Fabriken würden völlig schutzlos zurückbleiben. Das Risiko müssen wir eingehen. Ihr stimmt mir doch sicher zu, oder? Wir können nicht einfach zusehen, wie das Imperium immer weiter vorrückt. No. Wovon zum Teufel ich redest du? Ich brauche Informationen, bevor ich ein Urteil fällen kann. Eure genau. Vorsicht ist gut. Wir haben nicht das Recht, das Leben unserer Leute so leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Ich werde nicht zulassen, dass unsere zivilen Arbeiter ungeschützt sind, nur damit wir einen Angriff starten können. Das war mein letztes Wort, Major. General, ich erhalte gerade einen Notruf aus den Arbeitslagern. Ich stelle ihn durch, Sir. Ist da jemand? Nein. General Corwin, ihr müsst uns helfen. Imperiale Pioniere haben die Giftleitungen aufgesprengt. Das Gift stürmt überall hin und verseucht meine Leute. Wir kommen nicht an den Imperialen vorbei, um die Rohre wieder zu versiegeln. Und? Tut alles, um eure Leute da rauszuholen. Hilfe ist unterwegs. Corwin, Ende. Ich würde gern helfen, wenn ich kann. Danke. Ich gebe zu, ich hätte schon auf eure Hilfe gehofft. Ich will nicht, dass ihr eure Truppen von den Minen abzieht. Das könnte ein Schachzug sein, um uns herauszulocken. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, geht bitte zu dem Lager. Vertreibt die Imperialen dort und versiegelt die Leitung. Ich bin gleich da. Nehmt diese Heilungsaufgutscher. Sie sollten dem Gift entgegenwirken. Sprecht mit dem Vorarbeiter, sobald alles sicher ist. Ich hatte nur die Wahl zwischen, ich bin so hilfsbereit und ich möchte mich um die Leute kümmern. Also habe ich die Ich bin so hilfsbereit Version gewählt. Was? Ich bin gleich da. Was ist das für eine Aussage? Ich bin unterwegs, würde mehr Sinn machen. Oder ich bin gleich schon da. Aber ja. Ah, ich bin gleich da, ist Definitionssache, ne? Es ist immer eine Frage der Betonung. Was die Betonung angeht, hat man die Synchronsprecher offensichtlich in einen Pappkarton gestellt, bevor sie in der Lage gewesen sind, ihre Lines vorzutragen. Gibt's Bonus für euren Tod? Stimmt, ich habe meinen Sturmangriff jetzt. Helfe. Es gibt keinen Bonus. Heilvergifteten. Ja, es gibt aber einen Bonus für Arbeiter helfen. Ah. Das ist. Das ist abartig. Da, Heide. Du, Corona-Impfung, jetzt! Heider. Okay. 3 von 4. Ja, da hinten ist der nächste und letzte. Du, Corona-Impfung. Okay. Ah. Shit, Liga. Wo um? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja, ich bin schon da. Keiner von uns hat einen Gefährten. Ja, das ist die verschiedene Sache. Aua. Ich muss jetzt einfach darauf warten, dass alles fertig ist. Ja. Hey, ich muss mich um die kümmern, die ihr angezogen hattet. Nee, ich wurde von hinten angezogen. Das ist das. So. So. Ich rufe uns mal Abschaum. Ja, wollte ich auch gerade. Wen wollen wir haben? Den hässlichen Taran oder Zenith? Nimm Zenith. Warte.
Okay, okay. Macht so. Guck mal, dass die Länge noch ein neues Gewicht. Ach so. Deine Machtrüstung ist von Machtenergie. Ich bin schließlich Gruppenleader hier. Ziele, die von der Fähigkeit Geistwissen drauf ist. Ah. Langsam. Wie er schon wieder instant vergessen hat. Was ist denn mit dir? Sif! Imperial! Töten! Reduziert alle den Schaden des Ziels von Rettung. Ah, auch das. Mach es später. Aber es kann, kannst du da Punkte vergeben? Ein Punkt. Oh, kann ich auch, verdammt. Ja, mach es später. So, dort hinten. Junge. Also nehmen wir es uns an, wir kriegen keinen. Wir kriegen keinen was? Was? Ist egal, hab ich gesagt. Ich bin einfach nur verwirrt. Nee, wenn ich sage, ist es egal, dann ist es egal. Wie ein Vorarbeiter. Huhu. Bist du noch im Kampf, Bermo? Meine Leute schulden euch ihr Leben. Wir werden das niemals vergessen. Dank euch können wir die Linie wieder zum Laufen bringen. Wenn wir hier fertig sind, will ich jetzt endlich aus diesem giftigen Sumpf verschwinden. Und irgendwohin, wo es nicht so stinkt. Wer will das nicht? Warte. Also. General Korn kontaktiert uns gerade. Was? Ich hatte gehofft, euch zu erreichen. Nein! Wurde die Leitung gesichert? Fürs Erste scheint hier alles unter Kontrolle zu sein, General. Ausgezeichnete Arbeit, Jedi. Die Republik steht in eurer Schuld. Das Imperium antwortet auf seine Niederlage hier, indem es einen Frontalangriff auf unsere Minen vorbereitet. Sie ziehen dabei Truppen von ihrer Stützpunktverteidigung ab. Das verschafft uns eine Gelegenheit zum Angriff. Haben wir genügend Leute, um die Minen gegen einen groß angelegten Angriff zu verteidigen? Majotrix-Leute müssen an ihre Grenzen gehen, aber bis jetzt halten sie noch durch. Bei allem Respekt, General, aber ihr könnt Trix-Männer nicht alleine in der Mine lassen. Meine Leute werden dort massakriert. So eine Chance bekommen wir vielleicht nie wieder. Es ist gefährlich. Aber wir müssen das Imperium jetzt angreifen. Der Angriff auf den imperialen Stützpunkt könnte unsere Minenarbeiter das Leben kosten. Aber wir würden einen strategischen Sieg erringen. Oh nein. Gar keine Frage. Das Imperium rechnet mit unserer sentimentalen Gebundenheit an die Minenarbeiter. Wir müssen entschlossen vorgehen. Meldet euch im Kriegslager der drei Familien, wenn ihr fertig seid. Es wird Zeit, dass ihr unsere Verbündeten trefft. Entscheidung. Corvin, Ende. Nein. Letzte Aufnahme. Ich werde nichts mehr dürfen. Nichts nein. Mehr. Nein, Luf. Das, nein. Nie wieder. Für ihn interessieren sich so ein paar Minenarbeiter. Star Wars-Charaktere gebrandmarkt. Na gut, deine Entscheidung hat zur Rettung eines Planeten beigetragen. Ja, aber das war die einzige Entscheidung, die ich jemals machen durfte. Und das war die einzige, weil sonst, überall wo wir hingegangen sind, haben wir alles nur schlimmer gemacht. Wir müssen uns aber sagen, selbst unsere guten Entscheidungen haben teilweise dafür gesorgt, dass Sachen schlimmer geworden sind. Ah,
Das ist schön, dass sie endlich kämpfen möchte. Ich bin stolz auf sie. Dala. Euer Ernst! Ja, okay, machen andere Wald nicht mit der Taste. So und so. Kann ich die. Kann ich die Abhängigkeit von Schattenschritt irgendwie verringern mit einem meiner Points? Bitte! Das ist frech. Nein, das ist nicht. Ignoriert uns. Na. Was ist mit den Druiden? Sie akzeptieren das Konzept von nur auf der Durchreise heute, Mist. Ich glaube auch. Hingelegt. Okay, bereit? Oh. Wie ist alles tot? Ich stehe am Knopf. Okay, ja. Bereit. Dann los. Die Luftschleuse ist fest verschlossen, niemand hat das Tastenfeld zerstört. Wie frech. Tut mir leid, da waren imperiale Soldaten unterwegs. Oh, hi. Ich musste mich kurz verstecken. Hauptsache, ihr seid sicher. Bei ihr bin ich natürlich nett. Ja. Wir sind ausgesperrt. Und los. Ihr solltet immer auf euer Wohlergehen achten, aber ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Oh, lasst mich das machen. Wir haben für solche Fälle einen manuellen Öffner eingebaut. Oh, wo war er denn nur? Es ist so schrecklich still da drin. Ich hoffe, es geht allen gut. Ich muss diese Tür schließen, bevor die Atmosphäre in die Station eindringt. Okay. Wir sehen uns drin. Okay, sehen wir uns drin. Abschaum! Oh, shit! Ratet mal, was ich nicht dabei habe. Oh, verdammt! Erstmal die defensiven Buffs zünden. Nicht aus, wenn es bei Mechanon ist, deswegen schon tot bin. Ja, ich bin auch direkt gestorben. Medizinische Sonde, bitte. Ja, es muss noch 23 Sekunden warten. Weißt du, was viel cooler ist? Hm. Ich darf da nicht rein. Was? What? Ich stehe vor der verschlossenen Tür und denk mir so. Oh. Oh. Oh no. Warte mal, vielleicht machen sie jetzt auf. Immer bereit. Nein. Das wird schon wieder. Ich komme da nicht rein. Verdammte Kacke. Ist die Nadja bei mir nicht gekommen? Doch. Hat sie natürlich nicht bei dir. Kannst du mit dem Knopf nochmal interagieren? Nein. Vielleicht noch mal rein und raus gehen auf der Phase? Ja, probier ich gleich mal raus. Ja, zumindest sind wir gerade jetzt ganz am Anfang. Das heißt, ihr müsst noch kurz auf mich warten. Ja. Ja. Schon nein, wieder tot! Ich habe die Phase, hast du keinen Gefährten diesmal gerufen? Oh mein... Doch! Es wurde permanent geheilt. Die haben bei mir aber auch tatsächlich unfassbar viel Schaden gerade gemacht. Nein. Ah. Das muss ich jetzt.
Dann müssen sie rausgehen, die Instanz zurücksetzen, dann wieder rein. Ich verstehe das. Wieso ist es nicht schon? Das sind drei Leute, das sind Schiffenker. Das sind da zwei Leute mit silbernen Dingen. Aber die haben alle silber- oder goldene Teile. Ja, die sind alle ganz schön wütend unterwegs. Wie soll es das alleine schaffen? Eigentlich sollte dein Gefährte das machen, aber... Der hat mich zwar geheilt gehabt, aber dann war er plötzlich... War er plötzlich tot? War mein Gefährte auch gestorben oder irgendwie? Ist er auf Heiler gesetzt? Ja! Es wurde ja geheilt! Ich verstehe nicht ganz, wofür diese Wiederbelebungsstationen da sind. Kannst du vielleicht mit denen interagieren, um dich direkt zu heilen? Welche Station? So komische Konsolen, die an Wänden stehen überall. Keine Ahnung. Ich stehe gerade da vor der Tür. Nein! Nein! Das da! Das Zurücksetzen der Instanz hat nichts gebracht. Das... Oh, das ist wieder tot. Gleis. Ja. Ja, nein. Das bringt nichts. Tot. Okay, what the fuck geht gerade hier ab? Ich schaffe das nicht. Es werde sofort umgebracht. Taranax heilt mich, aber es bringt nichts, es ist nicht genug. Und ein Sif Ganova hat fast so viele HP wie ich. Ja. Jetzt muss eine Minute 30 warten oder zurück zum Medicenter. Zurück zum Medicenter. Was zum Fick? Ha. Huh. Ich hab das Listen gerade. Also. Akkusäuse. Ich lock mich nochmal aus und lock mich wieder ein. Ja. Ist wahrscheinlich ein neues Feature mit dem jüngsten Update. Was? Dass nichts funktioniert. Das ist der beste Lehrer. Nee, aber keine Ahnung. Es war jetzt nicht, bin ich die beste Spielerin hier, weißt du? Aber so schlecht. Und auch wieder nicht. Vor allem bei mir ist. Na gut, ich weiß nicht, hier ein bisschen. Ich trage nicht eine schwere Rüstung, ich habe nur ein paar defensive Waffs. Aber die benutze ich auch nicht ständig. Aber bei mir ist zum Beispiel Zenit in der Lage, voll und ganz dagegen zu heilen, gegen das, dass drei Leute auf mich drauf prügeln. Nee, bei mir nicht. Okay, Luf, was du machen kannst? Ja. Du wirst ja schon an den Wänden, gibt es diese Wiederbelebungsstation. Da kannst du dich halten. Wie soll es denn an die Wände kommen, wenn die Mission umbringen, bevor es überhaupt den Raum wirkt, das Betreter? Oh. Es betritt den Raum, die greifen es an, ich bin tot. Und jetzt, wenn es den Weg ist. Oh, hey, ich darf den Raum betreten. Hey! Ja, ich finde den Weg zum Raum gerade nicht. Ich muss ja zurück zur Medizin. Map. Wo muss es hin? Warte, wo muss es hin? Ist das dieser Pfeil? Ja. Zur Attraktion. Ja, genau, das ist er.